Was geht ab? Sie ist einfach verschwunden. Der Bildschirm sagte 201. Das muss die Zimmernummer sein. Ich denke, sie will, dass ich zu Zimmer 201 gehe und dort den Schrank öffne. Ist es das, was Reza hierher gelockt hat? Das würde ich auch gerne mal wissen. Das heißt wieder, finde April Ryan, finde sie, rette sie. Und dabei zeigt sie auf einen Schrank. Also ist April Ryan wahrscheinlich in diesem Schrank. Macht Sinn, oder? Und wir haben endlich wieder einen neuen Tagebucheintrag. Das heißt, ich darf euch mehr vorlesen. Den Rest lese ich nicht vor, weil, also zumindest die vergangenen Konversationen, sonst wären wir nie fertig. Ich habe nämlich gehört, oder beziehungsweise gelesen, dass dieses Spiel 8600 vertonte Dialoge hat. Beziehungsweise Dialogzeilen. Ja, das macht mehr Sinn. So, was hat sich Zoe aufgeschrieben? Dieses Mädchen schon wieder. Das ist kein virales Marketing. So viel ist sicher. Sie spricht mit mir. Ich weiß nicht, wie sie das tut, aber jemand versucht definitiv, mir etwas zu sagen. Das Mädchen wies auf den Schrank im Zimmer 201 hin. Was ist dort? Ich hoffe, dass er okay ist. Ich habe keine Wahl. Ich muss in dieses Zimmer 201. Ich mag es, wie entschlossen sie ist. Es ist eine Art Sicherheitssystem. Sieht so aus, als ob es die Überwachungskameras des Gebäudes kontrolliert. Okay. Ah. Kann man noch ein bisschen durch die Kameras schalten? Okay, es gibt nur zwei Kameras. Ah, das ist wahrscheinlich der Treppenaufgang zu einer Tür. Und das hier ist, was hinter der Tür ist. Okay. Gut. Sonst gibt's hier nichts. Nichts irgendwie. Kann ich mir nicht das Blut angucken oder so? Na gut, immerhin haben wir jetzt Rezas Feuerzeug. Solide. Ich glaube nicht, dass es möglich ist, da durchzubrechen. Es sieht auch brandneu aus, als wäre es kürzlich erst installiert worden. Okay. Okay, geht auch nicht. Dann... Vielleicht können wir den Türöffner weiter... Nee, Mist, können wir nicht. Dann... Liebe Leute, wie wär's mit dem Handy? Vielleicht können wir... Obwohl, hier ist ja eigentlich nichts zum Knacken. Nee, geht auch nicht. Okay, ja, geh weg. Gutes Feuerzeug wahrscheinlich nicht, oder? Nein. Okay, eine moderne Tür. Wie brechen wir da am besten durch? Irgendwas muss es hier noch geben. Hier können wir uns das nur angucken. Vielleicht ist hier auf der anderen Seite irgendein Hinweis. Irgendwie nicht wirklich. Also... Diese Monitore sollen mir bestimmt irgendeinen Hinweis geben. Aber hier sehe ich nur die Tür. Mit den Wänden. Und hier auch nur die Tür. Und hinter der Tür ist nichts. Also nicht wirklich. Oh, jetzt da, der Boden. Blut. Gott, ich hoffe nicht, dass es... Ja, ich hoffe auch nicht, dass es... Ja. Ja, ich bin ratlos. Das ist Rezas Feuerzeug. Und es ist Blut darauf. Liebe Leute, was machen wir? Was machen wir? Durch die Dunkelheit irren. Keine Sorge, Leute, ich sehe auch kaum was. Aber das ist ja nur ein kurzes Stück. Was hatten wir hier noch? Wir hatten noch Wasser. Aber was sollen wir mit dem Wasser machen? Ich glaube, in diesem ist nur Wasser. Nein. Da ist nichts drin, es ist leer. In diesem ist Benzin, denke ich. Okay, also Benzin haben wir immer noch da.
Und da war auch nichts. Ja, ich weiß es. Ich habe doch nichts geklickt. Da ist nichts drin. Es ist leer. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen bestimmt irgendwas mit diesem Feuerzeug machen. Okay, mit dem Wasser kann ich nichts machen. Vielleicht soll ich einfach mal das Benzin anzünden. Ich habe vergessen, wie man das Kontextmenü unterbricht. Nee, das macht eigentlich keinen Sinn. Oder? Ja, genau. Oder vielleicht kann ich das Feuerzeug mit dem Tür... Nee, das macht auch keinen Sinn. Mit dem Handy. Ja, klar, okay, das macht auch keinen Sinn. Vielleicht können wir irgendwie mit dem Handy und dem Türöffner einen super Türöffner. Na gut, vielleicht auch nicht. Also hiermit kann ich nichts kombinieren. Vielleicht irgendwie mit dem... Okay, das Ding gehört mir. Es ist ein Feuerzeug. Nein, okay, hier kann ich auch nichts machen. Rausgehen kann ich auch nicht mehr. Leute. Ein Türöffner. Ja, das weiß ich. Ich gehe nie ohne mein Handy von zu... Ja, ist okay. Also, kombinieren können wir nichts. Mitnehmen von diesen Vasen können wir auch keine. Wir können nur daran schnüffeln. Gibt es hier echt nichts anderes? Ja, wenn jetzt noch die Sicht sich mitdrehen würde. Ich kann nicht wieder dort hinauf zurück. Das ist zu hoch. Außerdem muss ich Reza finden. Verdammt. Ich bin schon wieder ratlos. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Hier im Dunkel gibt es wahrscheinlich auch nichts. Nee, hier ist nichts. Okay, was könnten wir noch machen? Mir gehen langsam nämlich wirklich die Ideen aus. Vielleicht kann ich diesen Kasten irgendwie... Nee. Was zur Hölle muss ich hier machen? Wir müssen die Tür aufkriegen. Die Blutspur führt von der Treppe in diesen Raum. Oder umgekehrt. Je nachdem, wie man es sieht. Hier haben wir eine Blutlache auf dem Boden und einen Monitor. Sonst können wir uns nichts angucken. Was können wir noch machen? Das Handy mit den Monitoren. Ah! Vielleicht per Fernsteuerung mit dem Handy können wir die Tür aktivieren. Okay, also, okay. Darauf wäre ich jetzt normalerweise nicht gekommen. Nein. Na, wo ist es denn? Nein! Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr es schon längst gefunden hattet. Stone! Oben! Weiter oben! Nein! Jetzt bist du mit der Maus schon zum dritten Mal dran vorbei! Weiter oben, Stone! Oh mein Gott, bist du schlecht im Schlösserknacken! Ich hätte das Spiel schon in 3 Stunden durchgehabt. Ja. Offen dank der illegalen Schlossknacker-Software von Leaf. Yay! Yeah. Ja, dann wollen wir mal rein. Oh nein, ein Kerl. Ich will nicht kämpfen, ich bin noch angeschlagen vom Hund. Er hat mich gebissen. Okay. Speichern wir mal.
Also das heißt wahrscheinlich, dass er zu der Pizza will. Irgendwie. Vielleicht muss ich mich irgendwie hier in der Ecke verstecken oder so. Nee, da passiert nichts. Da drüben kocht etwas. Ja gut, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Nein. Er beobachtet den Bildschirm. Okay, der guckt Fernsehen. Okay, dann... Jemand rehydriert und erhitzt eine Pizza. Sieht so aus, als würde es dauern, bis sie fertig ist. Dann verkürzen wir mal die Zeit. Wenn ich den Timer umprogrammiere, kann ich den Alarm sofort losgehen lassen. Okay. Also ich will, dass er an mir vorbeiläuft. Ah ja, Pizza ist fertig. Hast rein. Hey, jemand da? Hey, Sie sind schon drin? Mist, ich wollte mich eigentlich an ihm vorbeischleichen und dann die Tür irgendwie zuknallen oder so. Nein, ich glaube, ich hätte schleichen sollen. Ich werde so tun, als würde ich denken, dass das wirklich ein Hotel ist. Vielleicht werde ich ihn so los. Ich werde so tun, als hätte ich ein Vorstellungsgespräch. Okay, das wird mir niemand glauben. Nehmen wir mal das erste. Ferien. Guten Tag. Das ist das Victory Hotel hier, richtig? Ich brauche ein Zimmer. Ich werde bis Dienstag bleiben. Servieren Sie Frühstück? Ja, guten Tag. Sorry, Schätzchen, aber dies ist kein... Also, das Victory Hotel. Das steht an der Tür. Zimmer, was? Also... Überall sonst ist alles ausgebucht und ich brauche wirklich ein Zimmer. Haben Sie eins mit Bad? Hey, wir haben vielleicht was auf dem... Warte eine Minute, wie bist du reingekommen? Hab keine Klingel gehört. Oder doch? Doch, du hast eine Klingel gehört. Warum nicht die Wahrheit sagen? Niemals. Dann Lüge. Ich habe geläutet und jemand ließ mich herein. Ist das hier nicht die Rezeption? Gefällt mir, es ist so rustikal. Hab die Klingel nicht gehört. Vielleicht verflucht. Markus wird ausrasten. Ich stecke in der Scheiße, das kann man laut sagen. Okay, jetzt, nee, nicht zeig ihm, wer der Boss ist. Der Typ sieht aus, als ob er stärker wäre. Der Schlüssel ist, gelassen zu bleiben. Genau, probieren wir das mal. Hören Sie, ich will hier kein Drama. Ich möchte nur ein Zimmer. Etwas mit einer Aussicht. Ja, ein Zimmer. Wir sind ein Hotel und alles. Vielleicht, also ich schätze, im Moment ist hier nichts zu haben. Nein, Mist. Nach dem Manager fragen... Ich werde verlangen, dass ich das Zimmer alleine untersuchen kann? Nein, ich glaube nicht, das ist keine gute Idee. Hey, Miss, hier ist kein Zimmer mehr frei. Okay, dann gucke ich einfach selbst mal nach den Zimmern. Miss, ich sagte, hier ist kein Zimmer frei. Ja, genau, ich gehe mal schauen. Miss! Also fragen wir mal nach dem Manager. Sie können ja gehen und Ihren Manager fragen. Ich warte hier. Mein was? Du willst hier warten? Klar. Ich warte hier. Verstehe, gut. Hör mal, es gibt... mein Manager? Besser wäre es, ich könnte mich etwas umsehen, ob ich diesen Ort mag. Ich komme wieder, sobald ich fertig bin. Kein Anlass, Ihren Manager zu belästigen. Ah, Astrania, ich schätze, das ist... Und du kommst hierher zurück, wenn du fertig bist, ja? Sollte nicht allzu lange dauern. Ah, ja, hast recht. Ich werde mich hinsetzen in der Zwischenzeit. Okay, der Typ ist mir also schon mal ultra suspekt. Der kommt mir sehr komisch vor. Aber dann wollen wir mal... Okay, abgeschlossen. Dann wollen wir uns mal ein paar Zimmer angucken. In diesem wunderschönen Victory Hotel. Oder auch nicht. Wow, wieder so ein Pflanzendingens.